Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir machen weiter mit Harry Potter. Wir befinden uns im Slytherin-Trakt und werden jetzt mal in den Gemeinschaftsraum gehen. Ja, ich bin im Haus Slytherin, denn, ja, ich glaube, das ist der richtige Ort für mich. Mal was anderes ausprobieren. Oh, hier geht's auf, okay. Gemeinschaftsraum, wo kann der sein? Da längs. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ja, machen wir mal. Stell dich Imelda vor. Das hilft gar nicht. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Sallow. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Es war schrecklich. Professor Fig und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Hat mich gefreut. Hat mich gefreut, Sebastian. Ich lasse dich mal weiterlesen. Hat mich auch gefreut. Viel Glück heute. Okay. Da hinten sind noch welche, okay. Aber gucken wir uns das mal an hier. Es sieht ja auch fantastisch aus in diesem Raum hier. Kann ich mir hier neue Aufträge abholen? Nee. Boah, guck dir das mal an. Es gibt hier so viel zu entdecken. So. Tu das nicht, dann verlierst du, glaub mir. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Ach, cooles Schach. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Wärst du in der Lage? Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Fliegst du viel? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Auf bald. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Wer war da noch? Ah, hier. Ob sie sich vor uns verstecken? Ich glaube, ich habe was gehört. Nixon interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Denkwürdig? Ich wäre lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Hat mich gefreut. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann.
Mal sehen, wer hier nett ist und wer nicht so nett ist. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der 5. Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Oh, ja. Die wollen wir nicht warten lassen. Wo ist sie denn? Achso, ich muss nach oben. Okay. Geht's nach oben? Da ist sie. Das sieht abgrundtief gut aus, einfach. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Oh Gott, sag mir nicht, ich muss die alle einsammeln. Stimmt. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Mhm. Coole Tasche. Lieber Geistschulter Streamer. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay. Hier lang. Ich komme, aber hier ist eine coole Kiste. Was kann ich da machen? Oh, ich kann nichts passieren. Damals nicht als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Was kann man hier machen? Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Okay, folgen wir mal. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie! Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Statue. Mal sehen, was das Handbuch darüber weiß. Revelio. Na, diese Stadt stellt den Kelpie dar, einen edlen und großmütigen beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Der größte Kelpie, von dem hier berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Ah, okay. Clever. Okay. Handbuchersorgen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Handbuch öffnen. Das ist eine Zauberstufe, die durch Herausforderungen verdienten EPs erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Achso. Durch das Sammeln. Jede Haus umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungs- bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Okay. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Revelio. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Okay. Clever. Okay, die Zauber kriegen wir alle noch. Gut. Das ist schon ziemlich krass alles.
kommt gerade recht. Na? Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Okay. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort finden Sie auch gerne mal die Häuser der großen Hallen. Da bin ich. Große Treppe. Wähle, okay. Ich kann nur die auswählen. Okay. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich Gemeinschaftsraum. Graue Flohflammen markieren Stand unentdeckter Flammen. Okay. Auf der rechten Seite findest du die Einrichtung für den Astronomieturm. Vorsicht, hat für dich die Flohflammen in der Haupthalle freigeschaltet. Okay. Reisen wir dahin. Achso, das ist ein Schnellreisepunkt, ne? Und da haben wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Ah, okay. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er. Das hat er, Professor. Oh. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Vielen Und Dank. Denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Okay. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen.
Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, Sir. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Achso. Karte öffnen. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch unter Stufenanforderung gesperrt. In diesem Fall musst du die erforderliche Stufe erstmal erreichen. Neue Zauberspruch können auch erledigen. Okay. Machen wir erstmal Zauberkunst. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Okay. Gut. Begib dich zum Zauberbereich des dunklen Fensters. Ich kann die Seite irgendwie fangen, aber es kann entscheidend nicht. Na gut, gehen wir erstmal zum Unterrichtsraum für Zauberkunst. Ich muss höher. Noch höher? Da ist wahrscheinlich die Treppe da hinten hoch. Gut, dass Professor Weasley ihre Rolle ernst. Black ist seine offensichtliche Gabe. Gut, gut. Guck mal die Bilder an. Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich cool. Durch? Scheint. Wow. Ach, das Erkunden von der Zauberschule ist doch einfach nur ein Highlight. Ich meine, wer hat sich nicht darauf gefreut, muss man ehrlich zugeben. Boom. Judo-Rolle. Hier links. Revelio. Das sieht schon ziemlich cool aus, ey. Die Geister, habt ihr gesehen? Das ist hoch. Hier, der Unterricht. Ah, okay, wir fangen den Auftrag an. Perfekt. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon?
Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Oh, das war Ihr Buch. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Der wirkt wie ein alter Biolehrer. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Wie im Sportunterricht, mit Bällen zu werfen. Okay, halt dann den Zauberschmiedel fest und bewege ihn entlang. Machen wir. Das sieht auch gut aus. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onai mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ein lustiger Professor. Was denkt man sich da? Ladesequenz auf der PlayStation 5? Gibt's doch wohl gar nicht. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Wow. Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Hm? Was soll ich machen? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Alte Erzweige durch. Stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Okay. Der Trick ist genau so. Oh, das war zu doll, er fällt runter. Sehr gut. Ah, schade. Der erste war der beste. Waren das nicht so viele Punkte? Sehr gut. Punkte für Slytherin. Yeah. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Nutze Akio, um die Kugel so nah wie möglich zu stellen. Okay. Sie ist dran. Genau 30 so Punkte. Wird das gemacht. Kann ich ihr nicht ihre Kugel nicht wegrollen lassen? Akio. Oh nein, das habe ich ihr noch mehr Punkte gegeben. Ich war ja dumm von mir. Aus-
gezeigt. Konzentration. Das war ja dumm. Okay, ich baller ihre Kugel jetzt runter. Pass auf. Definitiv. Meine bloß umbleiben. Yes. Oh oh, sie schmeißt meine Kugel auch runter. Ne, sie hat ja 50 gerollt. Oder? Na bitte! Okay. Ach hier. Oh, das war dumm. Aber ihr fallen auch runter. Los, los! Yes! Ich hab gewonnen. Yes! Da hast du's, Bitch! Ja, hat sie wohl verloren. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Okay. Na, was kommt jetzt? Okay. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Das ist doch lustig. Diese Runde entscheidet alles. Na, dann wollen wir mal. Und ach hier. Nichts kann den anderen nervös machen. Nein, zu doll. Zu doll. Konzentration. Ja, ich weiß. Ich muss ihre Kugel runterballern, sonst kann ich gewinnen. Beiden bei 30, okay, warte mal. Genau so wird das gemacht. Naja. Ach, komm schon. Wunderbar. Ich habe ihr jetzt auch noch Punkte gegeben. Gut. Wie gut zu. Okay, sie hat uns. Ich könnte versuchen. Warte. Versuchen wir auch. Akio. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Das war ja dumm. Sie hat gewonnen. Schade. Schade! Ärgerlich. Naja, gut. Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Was passiert jetzt? Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Wie groß ist Ouagadou? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ich auch. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Akio auf ein Wort, Menschen bitte. Anwenden. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr.
Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Dann nett von ihm. Auf abgeschossen. Wir sind Level 2. Kurz hier reingehen und dann stellen wir gleich mal. Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Okay, aber jetzt machen wir erstmal das Hauptauftrag nochmal. Den nächsten. Den verfolgen wir mal. Und konnten wir jetzt nicht auch irgendwas bekommen? Belohnung einsammeln. Belohnung für Erscheinungsbild ausdrücken. Legendäre Handschuhe. Okay. Legendäre Umhang, den haben wir natürlich noch nicht. Und man kann sich ausrüsten. Mal Ausrüstung. Handbekleidung. Schwarze Lederhandschuhe. Runde Brille mit goldenem Gestell. Ah, finde ich so geil. Gibt es mir irgendwas? Keine magischen Eigenschaften. Oh, hier aber vielleicht. Na, haben wir an, okay. Okay. Oh, warum nicht? Gut, viel haben wir noch nicht. Aber jetzt habe ich doch gerade gesehen, dass ich bei Herausforderung was bekommen habe. Hier. Hier haben wir die Brille, okay. Und was war da hier denn? Ist die drin? Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Legendäre Handschuhe. Wieso kann ich die nicht einsetzen? Nein, nein. Zurück. Mal reingehen kurz. Oder habe ich etwas verkehrt gesehen? Na, die Karte. Die Karte ist schon nervig, weil dann komme ich so schnell durchs Menü dann. Aber ich kann die noch nicht einstellen. Das sind nur diese komischen Handschuhe. Inventar habe ich auch nichts. Nö. Was haben wir denn hier? Da. Handschuhe und Muster. Du erhältst sie durch das Abschließen von Hauptaufträgen. Ach, Erscheinungsbild ändern kann man machen, okay. Kannst du dem auch machen? Ah, da Erscheinungsbild ändern, das machen wir doch mal. Sieht doch lässig aus, so. Ja. Das ist natürlich cool. Gut, dann wollen wir rausgehen. Oh, da wartet schon jemand auf uns. Auf ein Wort? Du bist der Neuzugang. Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Oh, ich sollte meine Zauberkunst-Hausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Hm. Okay, ab zu den dunklen Künsten. Da müssen wir wieder runter. Noch einen runter. Das sieht so gut aus, alles irgendwie. Also. Da, oh, kann ich da runterspringen? Okay, ich nicht, okay. Gut auch, vielleicht. Sind welches gestorben? Guck mal da, wie die Köpfe sich hier bewegen hinter ihm her. Ah, es ist schon bemerkenswert gemacht.
Durch da! Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ach, guck mal, das sind unsere... Das ist nicht gut. Hier rein. Ist das alles? Kovada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Halte den Zauberstab. Okay, machen wir wieder. Leviosa. Levioso. Levioso. Ich bin ein Naturtalent, ich kann es beim ersten Mal. Und denke an Ron Weasley. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Wirke eine Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Mhm. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Levioso. Gut gemacht. Ziemlich gut gemacht. Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das wird Protego-Spiel. Du, Protego. Das erschreckt mich. Gute Technik. Ich weiß. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Ich lerne schnell. Oh. Gut. Du hast es bemerkt. Du. Wenn nur alle so geschickt wären. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Boah, da haben wir ein bisschen Platz gemacht. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Ich hab's halt drauf. Ich bin der King. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiterüben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Das ist doch gut. Na gut, das war genug Aufregung. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Rebellion.
Schloss auf Stufe 2, kann man nichts machen. Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein freundlicher Bursche. Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Jetzt nicht mehr. Mit ihnen reden wir dann auch wohl mal. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Natürlich muss ich das. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Das machen wir. Dann bis bald. Unterrichtsstunde Verteidigung gegen Unnütze abgeschlossen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt. Okay. So, wir gehen mal kurz hier rein. Ausrüstung. Oh nö, keine Mütze. Ich mag meine Haare. So, gucken wir hier rein. Die haben wir bekommen. Auch bekommen, okay. So. Gut, aber ich würde sagen, das ist ein guter Schlusspunkt. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dann. Tschüss.